Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal haben wir schon mal angefangen, hier unsere wunderschöne Pistentür zu bauen. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter mit der Elektronik, bevor wir alles andere drumherum bauen, weil sonst fail ich noch irgendwo. Man muss wieder alles abreißen, nur weil irgendwo die Elektronik nicht so will, wie ich das gerne hätte. So, wir haben ja schon das jetzt. Da müssen wir es jetzt noch runterführen. Dann eins niedriger und so andersrum nochmal das weg, die weg, klong, nee, das da bleibt, nee, ha, genau, wunderschön, genauso mustert. Nee, so können wir das nicht machen. Weil die soll ja kein Stromgeber sein, sondern Stromempfänger. Das heißt, wir müssen sie von unten bepowern. Es geht bestimmt auch vielleicht einfacher oder schöner. Das ist mir aber egal. So, das passt auch. Sind beide offen. So wie es sein soll. Jetzt müssen wir nur noch einen Ort finden, wo wir sie gut bepowern können. Zu einem nur bepowern. Zum anderen den Strom immer umgekehrt haben. Machen wir das am besten. Dann können wir ja auf die Seite machen oder. Na, es muss ja von beiden Seiten gehen. Machen wir es von der Seite hier. Es wird dann halt. Wird ja auch doppelt dick. Dann haben wir natürlich einen Grund dafür, das doppelt dick zu machen. Das heißt, es wird ja bis hierhin auch dicht gemacht. Zack, zack, zack. So, so. Na komm jetzt her. Sträub dich doch nicht so hart. Na, wenn wir da was wegbauen, dann sieht man das, ne? Oder wohl, warte mal, ist doch dann. Ja, ne, ist doch alles gut. Nee, ja, nee, kann man nicht, weil das hier muss ja dicht sein. Wir machen hier Blumenkästen hin. Ha. Oder. Nee. So ist das ja jetzt schon verbunden. Ich baue mal unsere beiden Knöpfe. Die das Ganze dann bepowern sollen. Ich dachte ja einen hier hin. So wird das aber nicht funktionieren. Auf jeden Fall wird der andere hier vorne an die Wand kommen. Hier wird dann das so mal sein und dann kann man hier drauf drücken. Natürlich ist das jetzt noch nicht getimed. So. Das funktioniert aber schon mal zumindest. Und es kommt auch bis oben an. Gut. Ist noch die Frage, wie wir das hier machen. Außerdem geht das so nicht. Ja, das wird hier doppelt dick. Also verschwinden tut's ja, aber. Ach man. Ich will aber den Schalter lieber in der Höhe haben und nicht auf dem Boden machen. Wir könnten jetzt zum Beispiel auch hier hin tun, ist ja klar. Dann machen wir das alles eins niedriger beginnend. Aber nee, will ich nicht. Wir könnten das Ganze ja auch. Genau, wir müssen es ja eh umdrehen. Dann drehen wir es doch hier um. Okay, nein, das ist ja natürlich Schwachsinn. Weil so zünden wir es ja wieder. Also, somit bepowert. Also, somit kommt das Signal. Und wird umgekehrt. Das bepowert aber gleichzeitig den Block. Der dann wieder das da bepowert. Was dann wieder das da bepowert. Und somit ist es ein Kreislauf und bepowert sich immer selbst. Und das brennt dann irgendwann durch. Weil solche Schaltungen nicht mehr, naja, gewollt sind. Mensch hier. Und dann Mist. Ach, gibt bestimmt eine ganz einfache Methode. Mir fällt sie nur gerade nicht ein. Wir könnten das ja hier machen. Aber wie bringt man das denn eins weiter runter? So zum Beispiel. Die Frage, ob das eingeht. Ey, das funktioniert ja super.
geil! Das finde ich jetzt richtig nice. So, dann machen wir das hier wieder zu. Das ist gut. Stellen wir es alle. Na. Stellen wir das mal auf 3. Und klicken mal. Perfekt. So. Die Frage, ob wir den dort einfach anbringen können. Und das dann auch funktionieren könnte. Schade. Nicht so, wie wir das wollen. Okay, dann passiert hier nichts mehr, wenn wir das per Fackel von dort aus machen. Dann wird schon wieder Nacht. Ma. Derzeit überlege ich mir mal ganz kurz was. Wie wir das machen könnten. Na? Na? Nee, das geht nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Erstmal ein lecker Frühstücksnack. Ah. Verdammt. Das ist schlimm. Mir ist nur gerade aufgefallen, dass wir ja hier Boden hinmachen, deswegen muss das so verlegt werden. Was kommt ja alles noch an? Ist auch jetzt getimed. Das Problem ist nur, dass der Knopf hier nicht funktioniert. Wir könnten natürlich den Knopf auf die rechte Seite machen. Also hier zum Beispiel hin. Ja, hier kommt ja dann das. Ne? Das wäre dann die Höhe. Der bepowert da auch soweit nicht. Ah, den kriegt man nicht runter. Weil wir haben einfach nicht den Platz dazu. Könnte sein, dass wir den machen. Irgendwo anders hin machen müssen. Oder ich mache eine Trittplatte draus. Na klar, machen wir eine Druckplatte. So wie wir das hier überall bei den ganzen Türen gemacht haben. Mit den Druckplatten. So läuft man einfach raus und so muss man sie aufmachen. Ja, das ist ja kein Problem. Okay, das ist doch ein Problem. Nee, ist kein Problem. Ich muss nur die Schaltung anders legen. Wenn ich es mit einer Trittplatte machen möchte. Und hacken weg. Und gleich geht die Axt kaputt. Und da ist sie weg. Verdammt. Mann. Lass mich durch, du Sau. Ma, jetzt hier, aber. Go. Doof, durch eine Tür durchzugehen. Da brauchen wir. Ich hab doch alles dabei. Sepp. So, zack, zack. Oh, ist 4, egal. Aber die. Und wo ist unser Eisen? Da, nein, das ist eine Schaufel. Das ist eine Axt, genau. So, weg damit. Und wieder hoch. So. Zack. Und hier auseinander. Bedeutet. Nein. Sogar noch schlimmer. Ja, nein. Hier braucht nicht, aber hier ist dann wieder. Das heißt, hier wird es wieder umgelegt. Bis dahin. Genau. Und von dort aus geht's so weiter. So. Funktioniert. Und, weil das geht ja eigentlich nur durch diesen Block durch. Und die Idee ist dann, die Idee ist Mist. Stimmt ja. Ach, ich kann doch keinen Block. Ich kann doch nicht Block bepowern, der dann einen Block nach unten noch bepowert.
Die Idee sah echt gut aus, ne? Aber manchmal sieht halt einfach was nur gut aus und funktioniert aber trotzdem nicht. Erdblock. So müsste es aber gehen. Dann kann ich sogar noch eins nach vorne tun. Perfekt. Und hier. Perfekt. So. Ohne einen Kurzschluss zu verursachen, kann ich das auch schließen. Das ist super. Das heißt, da kann man das reinmachen. Hier kommt Boden überall rein. Da auch. Hier auch wieder. Wunderhübsch. So. Das heißt, das wird jetzt hier so zugemacht. Und das hier wird dann so zugemacht. Herkommen. Gut. Das bedeutet, die Steinfront geht dann also bis nur hierhin. Und wenn das komplett dicht ist, dann machen wir doch daraus. Kommt her. Sowas. Und mehr Holz, meine Güte, was ich hier wieder verschwende. Das ist ja jetzt großes Fenster. Passt perfekt. So. Das geht ja auch mindestens bis hierhin. Das heißt auch bis dato das, aber das soll ja jetzt auch aus Stein werden. Also, welche Höhe? Ja, ab der oberen Höhe da. Passt doch alles. Ist das noch weg? Bis hierhin. Genau. Und hier dicht machen. Genau. Genau so soll es aussehen. Und dann... Na, ja, spring doch mal. Mensch, genau. So, und... Dann machen wir das hier dicht. Genau. Und dann muss doch das, ja, muss das mindestens bis hierhin hoch. Ah, es muss sogar noch weiter hoch. Von dort aus, dann hier. Ja, und ab da darf es glatt verlaufen. Na. So. Hier ist das nicht so, aber für die Schönheit des Gesamtbildes muss es, ja, muss das bis hierhin so gehen. Und, na. Und bis dahin, aber, dann so zu laufen. Gut. Das ist jetzt natürlich Mist. Ah. Die gesamte Brücke werde ich deswegen nicht versetzen. Ah, den Hochgang dann. Ein bisschen. So. Und na, genau. 5. Nein, die sind alle korrekt. Zwei Stück haben wir jetzt noch davon. Das heißt, dort und dort eins hin. Hier mal den Grasmist wieder wegmachen. Wo sind meine Fackeln? Da. Da und da. Zu symmetrisch sieht ja auch doof aus. So, jetzt kann man da draufklicken und durchgehen. Wunderschön. Gut, dann als nächstes werden wir noch fix die Fenster einsetzen. Gut.
Das müssen wir noch bis hierhin durchziehen. Aber das wird eh noch gleich ein bisschen abgeändert. Nein. Armes Fenster. Obwohl, nee, warte mal. Es gilt ja jetzt wieder, dass man... Genau, man kriegt ja wieder was. Ja. So ist hübsch. Jetzt brauchen wir die Erdblöcke. Ja, so ist schön. Brauchen wir Blumen. Blume. Und auf der anderen Seite ist... Ach, ich habe doch Erdblöcke auf der 1. Gut, das heißt hier zwei gelbe und da nur eine rote. Die Aufstellung ist aber doof. Da kann ich ja gar nichts drum rum machen. Dann halt so. Da sind hier halt zwei gelbe und da zwei rote. Dafür muss ich jetzt aber wirklich mal nochmal runter. Wird schon wieder dunkel. Gibt's doch nicht. So. Reicht? Nein. Nee. Verdammt. War das so? Ja, verdammt, es war so. Ja, komm, mach mal 10. Obwohl, 10 sind, glaube ich, noch zu wenig. Mach mal 12. Hoffe, die reichen jetzt. Haben ein paar Stöcker zu viel gemacht. Nicht so schlimm. Zack. So, jetzt kleine Blumenkörbe. Super. Verdammt. Ich habe schon befürchtet, dass das passiert. Ja, ja, komm hier. Dann können wir nur zwei machen. Oder wir machen hier noch in die Ecke ein. Ja, genau. Machen wir da noch in die Ecke jeweils ein. Super. Nur, erstens, der Knopf kommt eh weg. Zweitens, diese Tür kommt auch eh weg. Und hier kommt noch ein roter rein. Genau. Eigentlich müsste ich hier die ganze Front noch ein bisschen abreißen. Ja, so. Aber ich will jetzt erstmal noch hier das erstmal fertig machen. Ach man, muss schon wieder runter. Und hinab. Ich glaube, nee, das habe ich sogar noch. Holz. Hier, nein, fertiges Holz. Das da, genau. Ich brauche nämlich Treppen. Ja, komm hier hin. Oh mein Gott, wie viele Stöcke ich jetzt habe. So, jetzt kommen nämlich noch die Treppen als letzte... Garnierung, könnte man sagen. Und hier noch hin. So, jetzt kommen hier noch Fackeln hin. Und dort. Und da. Wow! Ich habe mein Schwert gerade nicht draußen. Dann stirb halt so. Mann, hat er mich erschrocken. Ich dachte, das im ersten Moment dachte ich nur Creeper und deswegen habe ich klang das etwas erschrockener, als es vielleicht hätte klingen müssen. Komm wieder hoch. Ja, die verändert sich immer, wenn man ein Block-Update drumherum abführt, durchführt. Warte mal, wie war das? C festhalten, damit der Timbermod nicht reagiert. Genau.
komm, diese leichte Eindingsung können wir ja beibehalten. So. Ja, wir sind über die Zeit, ich weiß. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, aber war ja auch viel Elektrik heute zu machen. Den Stamm könnten wir aber eigentlich drin lassen. Das heißt, der muss jetzt auch erstmal weichen. Komm doch her. Oh, ich bin voll. Egal. Machen wir erstmal so noch ein paar Fackeln hin. Schlecht. Egal. Die kann man nicht stacken. Immer noch nicht. Nee, du. Kann ich irgendwas noch zusammenstecken oder wegwerfen? Ja, Erde habe ich genug. Kann von mir aus gehen. Wir können es auch viel besser machen. Weg mit der Erde. Wo war das? Nein. Dann können wir das ja doch wieder hinmachen. Das Holz. Dann haben wir nämlich wieder einen Platz frei für die Erde. Hep. Na, guckt man hier so durch. Kann man aber auch das Fenster eigentlich wieder reinmachen. Und herkommen. So. Jetzt hat man einen schönen großen Innenraum, wo man so schön reinkommt. Ja. Und beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Aber erstmal gehen wir ins Bett. Und ich sage aber euch trotzdem schon mal, danke fürs Zusehen. Das war wieder Minecraft. Und diesmal haben wir die Pistentür gebaut. Na, bis zum nächsten Part. Tschüss.